Ohne die Bahn kann Deutschland seine Klimaschutzziele gar nicht erreichen. Und die Bahn ist tatsächlich der einzige Verkehrsträger, der eine positive Klimabilanz vorweisen kann. Und zwar nicht nur der einzige im Sinne von, wir haben trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen die CO2-Emissionen weiter reduziert, sondern wir haben sie sogar in den letzten 30 Jahren signifikant um 70% reduzieren können. Für den Ausbau der Schiene brauchen wir eigentlich drei wichtige Faktoren. Einmal die Modernisierung der Infrastruktur, dann eine moderne Fahrzeugflotte. Aber natürlich ist auch die Digitalisierung ein wichtiger Schlüsselfaktor, um Ausbau und Kapazität auf der Schiene zu schaffen. Und an der Stelle ist mir wichtig, dass Digitalisierung immer nur synchron funktionieren kann. Nämlich mit der Digitalisierung der Infrastruktur muss die Digitalisierung der Züge einhergehen und auch die Betriebsabläufe müssen mithilfe künstlicher Intelligenz optimiert werden.